Dann ist es natürlich akut, also auch alle akuten Sachen natürlich sowieso. Es gibt im Jänchen Jitsu auch Krankenhausströme, also man kann vor einer OP, nach einer OP, man kann sofort loslegen. Und auch da ist es so, es kann jeder anwenden. Also da ist es zum Beispiel, dass man eben, das ist der Fingerzehenstrom, so nennt man den, eigentlich ein kleines Schild beim Kranken ans Bett machen müsste. Und jeder, der kommt, braucht keine Blumen bringen oder so, sondern macht für 10 Minuten oder 20 Minuten den Fingerzehenstrom.